Vor rund 4.500 begeisterten Zuschauern feierte der Budenzauber Krefeld im Königpalast seine Premiere. Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der MSV Duisburg und Borussia Dortmund schickten ihre Traditionsmannschaften und Friedhelm Funkel stellte ein Team mit echten Uerdinger Legenden auf. Knallharte Hallenfußball-Action und Fußballstars zum Anfassen. Für die Fans war das Turnier einfach ganz großes Kino. Ich finde es hier super, hier macht es richtig viel Spaß. Ich habe ganz viele Unterschriften gesammelt. Man sieht auch mal halt alte Spieler und nicht immer nur die neuen. Ja, den Neville, den Albers, die alle, die alten Drecks. Habe ich vorher noch nie live gesehen, ich bin ein bisschen zu jung, glaube ich. Aber es ist trotzdem spannend. Man hört ja die Geschichten auch von den Älteren, von den Erwachsenen in Anführungsstrichen. Doch, macht Spaß. Vor allen Dingen, wir sind mit 3 Generationen hier, Opa, Papa, Kind. Ist top. Auch vom Aufbau her, von der Organisation, alles sehr gut. Gute Atmosphäre, gute Stimmung hier, ne? Weil ich früher mit meinem Papa, mit meinem Opa ins Stadion gegangen bin und ja, die Jungs halt noch früher kannte, wo ich 4 Jahre, 5 Jahre alt war und die dann wirklich noch in der Bundesliga gesehen habe. Auch die ganz Kleinen hatten ihren Spaß. Für die Allstars stand natürlich auch der Spaß am Fußballspielen im Vordergrund. Gewinnen wollte trotzdem jeder. Zu Beginn traf in Gruppe A die Gladbacher Weißweiler 11 auf den MSV Duisburg. In einer unterhaltsamen Partie gewann die Mannschaft vom Niederrhein gegen die Zebras mit 4:2 und untermauerte gleich ihren Favoritenstatus. Nachdem der MSV sein 2. Spiel gegen den 1. FC Köln mit 4:3 knapp gewinnen konnte, musste für den FC im letzten Spiel ein Sieg im rheinischen Derby gegen die Gladbacher her. Klappte nicht. Die Kölner mussten sich mit 2:3 geschlagen geben und schieden aus. Die Gladbacher waren locker als Gruppenerster weiter. In der Gruppe B wurde es dann richtig laut, als Friedhelm Funkel, Rudi Bommer, Matthias Hergert, Jan Heinze und viele weitere Uerdinger Allstars es mit der Borussia aus Dortmund aufnahmen. In einem engen Match unterlagen die Uerdinger Legenden knapp mit 1:2. Das 2. Gruppenspiel entschied dann Bayer Leverkusen gegen den BVB mit 5:1 für sich. In der letzten Begegnung der Vorrunde zählte für die Uerdinger Legenden also nur ein Sieg, um sich doch noch für das Halbfinale zu qualifizieren. Die starken Leverkusener gingen schnell 1:0 in Führung, aber die Uerdinger kämpften sich ins Spiel zurück und erzielten unter tosendem Applaus der Fans den Ausgleich. Letztlich setzte sich Bayer 04 mit seiner eingespielten Mannschaft dann aber mit 4:1 durch. Die Uerdinger Legenden wurden dennoch von den Fans gefeiert und mit lauten Sprechchören verabschiedet. Das 1. Halbfinale bot mit dem Borussenduell einen echten Klassiker. Die furiosen Gladbacher zeigten eine Galavorstellung und überfuhren den BVB mit 7:3. Das 2. Halbfinale war eine ähnliche deutliche Angelegenheit. Bayer Leverkusen gewann 5:2 gegen den MSV Duisburg. Nachdem im Spiel um Platz 3 die Dortmunder mit 8:2 die Oberhand über den MSV behielten, standen sich im Finale mit der Weißweiler 11 und Bayer Leverkusen die besten Teams des Tages gegenüber. In der ersten Halbzeit ging es hin und her, 2-mal ging Leverkusen in Führung, aber die Borussia konnte jeweils ausgleichen. Kurz vor der Pause ging Leverkusen erneut in Front und brachte ein 3:2 in die Pause. Nach dem Wechsel zog die Werkself auf 5:2 davon und sah schon wie der sichere Sieger aus. Aber im Hallenfußball geht es sehr schnell und innerhalb weniger Minuten kamen die Gladbacher nochmal auf 4:5 heran. In der turbulenten Schlussminute fiel dann mit dem 6:4 die Entscheidung. Bayer Leverkusen gewinnt das Turnier und fährt am 24. Januar zum AOK Traditionsmasters nach Berlin. Schade, wir finden, dass die Gladbacher es genauso verdient hätten. Wir hätten es uns schöner wünschen können, mit dem Ende zumindest. Aber ansonsten für die Zuschauer, glaube ich, war es ein tolles Spiel, viele Tore. Das eine oder andere war dann auch dabei, was man auch noch mal sehen sollte hier. Und macht schon Spaß. Immerhin wurde Keeper Jörg Kessmann als einer der besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet.